So, hallihallo, herzlich willkommen von Wum Adventure. Diesmal geht es in die Westsahara. Ja, da war ich noch nie. Und dann gibt es da unten einen wunderschönen Nationalpark in einer Flussmündung mit wunderschönen großen weißen Sanddünen. Genau, und dann nach Laayoune und danach nach Smara. Ja, dann fängt wieder eine Offroad-Tour an, wo wir mal kurz anschneiden. Ja gut, viel Spaß beim Schauen. Wir sind von Tantan weitergefahren und sind jetzt in El Ouet, direkt an der Küste. Das ist unterhalb Tantan. Ja, morgens um 1 hatte ich Besuch, Polizei klopft. Und dann haben sie gesagt, sie seien Polizei. Und ich, ja, ich weiß. Und dann, ja, wir müssen was kontrollieren. Dann habe ich gesagt, ja, kommt morgen früh wieder. Ich bin jetzt am Schlafen, ihr habt mich voll geweckt. Der eine hat dann gesagt, okay, aber der andere eben nicht. Und dann haben die zwei angefangen zu diskutieren. Und schlussendlich sind sie dann wieder gegangen. Ja, aber oberhalb da hinten an der Straße stand das Auto und ich habe dann weiter geschlafen. Hab mein Freund, der jetzt schon ein bisschen in die Stadt gefahren ist, hat dann gesagt, ja, da sei noch ein kleines Auto gekommen. Das hat sich dann noch festgefahren und die waren da schlussendlich dann drei Polizeiautos und der Chef sei da runtergefahren in den Sand und sei bis zum Motorblock stecken geblieben und konnte dann nicht weiter und dann sei er halt, konnte eh nicht schlafen, weil die da diskutiert haben, dann hat er sie schnell rausgezogen und dann waren sie zufrieden und dann hat ja, der Chef dann gleich eine Patrouille oben an die Straße hingestellt. Der sei angeblich die ganze Nacht da oben gewesen. Ja, jetzt kam aber niemand am Morgen. Ihn haben sie ja gesehen und soweit alles gut. Aber ja, ich wollte schlafen um 1 Uhr. Ich meine, die wissen vermutlich schon lange, dass wir da sind. Wir fahren weiter in den Süden runter, zwar zu einem Nationalpark. Etwa 100 Kilometer unterhalb von El Ouet. Oh je, ganz viele Hundewelpen. Krass, die ganze Familie kommt angerannt, nur weil wir kurz halten. Je, oh je, hoffentlich überleben die doch. So, jetzt gab es noch ein bisschen Trockenfutter, die haben sich gleich drauf gestürzt. Aber nicht alle Hunde, muss ich sagen, manche kennen das gar nicht. Oder sie sind einfach satt und lassen es dann liegen. Mal gut, aber sie ist sehr eng. Ganz links ist die neue Straße, keine Ahnung, wenn die eröffnet wird. Ja, und es ist auch sehr eng, wenn ein LKW entgegenkommt. Wenn die Straße dann auch noch schlecht ist und der Wind bläst auch extrem von der Seite, muss man extrem aufpassen. Wow! Eine Wettüberquerung, da hat es auch ganz viel Sand, hey, geil! Schön auf der neuen Straße, das ist tipptopp gemacht, schön, nicht holprig, tipptopp, also muss ich sagen. Wird mal zweispurig, momentan halt einspurig. Es ist immer noch Sandsturm da draußen, man sieht es auch. Auf, man kann sagen, Staubsturm. Und die haben alle Wasser, erstaunlicherweise, es bleibt halt stehen. Ich bin am Tanken, 11, ja, etwa 1 Euro, ja, 0,5 hier, unten im Süden ist billiger. Der Dieselpreis ist gleich viel wie da, wo ich getankt habe, das waren etwa 1 Franken oder vermutlich 1,08 Euro. Wir sind jetzt im Nationalpark unterhalb
Und Wahnsinn, hey, guckt euch das an, hey, diese riesen Sanddünen direkt am Meer. Bin jetzt 500 Meter am Strand entlang gelaufen und mir erblickt sich dieser Ausblick, das ist ja nur der Wahnsinn. Also auch sehr große Sanddünen, offenbar unbekannt, aber größer wie Erg Shegaga oder Erg Shebi oder Erg Zaher auf jeden Fall. Cabrioli! Guten Morgen allerseits! Ja, das ist der Nationalpark. Natürlich ist er da unten, da oben. Auf diesem Riff ist er nicht. Und wir parken hier. Da vorne ist das Militär. Ja, gestern Abend war überall Militär. Die gucken mit guten Taschenlampen. Von überall sieht man Licht. Auch da drüben, wo der Sand ist, überall sind sie am Gucken wegen Migranten, die von hier versuchen, rüber zu fahren nach Europa. Da drüben ist nämlich Europa, nämlich die Inseln da, Teneriffa und wie sie alle heißen. Also das ist ja der Hammer, jetzt sind wir ein paar Kilometer mit dem Rad, ich habe das Rad rausgenommen, da hingefahren und das ist also wirklich traumhaft, traumhaft. Da drüben diese große, ja, Sandbank und das geht dann rüber. Das ist ein Zulauf eines Flusses, wirkt wie ein See. Gott, ist das schön. Einfach himmlisch. Da ist der Zulauf vom Fluss. Geht weiter, heute ein bisschen weniger Wind wie gestern, was gar nicht schlecht ist. Reichen Carfaya und fahren da jetzt rechts in die Stadtline, links geht die Hauptstraße weiter. Bin jetzt in der Innenstadt und ich habe einen Schiffsbauer entdeckt. Hey, wo gibt's denn sowas noch? Einen originalen, richtigen Schiffsbauer, der baut Schiffe. Krass. Hundefütterung! Sicher 15 bis 20 Hunde. Lecker! Ja, Tarfaya war mal eine spanische Kolonie, ein Handelsposten. Das da vorne ist das, war mal das Gefängnis. Und da ist der neue Hafen, von da geht dann hoffentlich bald einmal eine Fähre wieder rüber nach Lanzarote zu den Kanarischen Inseln. Die sind nur 100 Kilometer da hinten und dann kann man von hier aus rüberfahren. Hier gibt es noch Überreste, Gebäude von den Spaniern erbaut. Stehen leider leer. Der Sand erobert alles wieder zurück. Wahnsinn!
Schiffswrack zu der Fähre, die mal nach Fuerteventura rüberfuhr. Leider gesunken. Schiffswrack schon ganz klar zu sehen, auch von Land aus. Schade, dass man das nicht bergen konnte. Es hat gar Leck geschlagen und dann irgendwie, keine Ahnung, ist sie da auf eine Sandbank gelaufen. Warum so weit vom Hafen, keine Ahnung. Da steht sie nun, das Schifflein. Leider. Ja, mottet sie sich da vor sich hin. Links geht es nach Laayoon und wir fahren rechts zum, wie heißt das, Alouette. Dem Streckenverlauf 1 Kilometer ans Meer. Hier ist eigentlich nur Wüste und das Meer. Ich glaube, das ist eine Minenwarnung. Hier gibt es nämlich Bodenminen. Ja, annektiertes Land übrigens von Marokko. Aber da schweigen die Medien. Es gibt noch viele annektierte Länder. Ja, so ist das halt. Ja, das gibt es auch ab und zu. Hä? War wohl auch mal eine spanische Enklave, eigentlich mitten in der Wüste. Und da treffe ich mich jetzt mit Schweizern, die einen Zwischengetriebe-Schaden hatten, mitten in der Wüste. Genau. Also ich habe selten so eine ordentliche Stadt gesehen. Das passt überhaupt nicht zu Marokko. Kein Abfall am Strand, auch hier alles immer aufgeräumt, überall sind Arbeiter beschäftigt zum Bewachen, zum Aufräumen. Ja, das ist völlig eine andere Stadt eigentlich. Die Stadt heißt Foam Alouette und war auch mal spanisch und deswegen sprechen auch viele hier Spanisch und Arabisch. Ich bin jetzt ins Zentrum gefahren und ihr seht selber hier, also tiptop aufgeräumt. Überall stehen Wachleute, alle 200 Meter. Da vorne ist einer und die wachen, keine Ahnung, dass kein Abfall wirft. Auf jeden Fall hat kein Abfall. Auch Leute sind angestellt, die offenbar das auch aufräumen. Hier noch ein altes Gebäude aus der spanischen Zeit. Ja, es sieht hier ein bisschen gepflegter aus. Eigentlich unüblich zu Marokko, man ist sich das überhaupt nicht gewöhnt. Ja. Also nicht nur an der Hauptpromenade ordentlich, auch jetzt bin ich mitten im Zentrum drin. Also es ist eine kleine Stadt hier oder Dorf. Auch ordentlich, das muss ich wirklich erwähnen, das ist ein Kompliment an den Bürgermeister. Der muss irgendwie Schweizer Wurzeln haben, anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Ja, ich bin jetzt schon 4 Nächte hier in dieser Gegend, in dieser sauberen Stadt, aber fahre jetzt dann bald ab. Ich habe auf das Verteilergetriebe gewartet von diesem gelben VW, aber das verzögert sich, keine Ahnung wie lang, und ich bin jetzt schon eben 4 Nächte da. Ja, jetzt fahre ich halt ohne das los und wir sind dann kleine, nette Gemeinschaft geworden. Aber ja, jetzt muss ich mal wieder weiterkommen. Für mich geht es wieder weiter nach Lione in die Stadt rein, Westsahara. Gleich da vorne großer Kontrolle, Stadteingang. Bin jetzt durch Lione durchgefahren. Eine reiche Stadt. Ich glaube, die leben da steuerfrei. Deswegen sind viele Marokkaner da runtergezogen, Firmen, alles Mögliche. Auch diese europäischen Luxusfirmen, Yves Roche und wie sie alle heißen, sind da.
Und ich bin eine schöne Stadt, auch begrünt, und da ist offenbar Geld vorhanden. Es unterscheidet sich total von Marokko eigentlich. Und wir sind aber jetzt nur durchgefahren und gleich weiter. Erstmal nach Es Mara. Das ist ja mitten in der Wüste irgendwie. Und es ist jetzt eigentlich alles nur Wüste. Nichts ist hier los in der Westsahara, aber jetzt nicht Sand, wie ihr seht. Ja, also jetzt geht es 180 Kilometer, also ja, vermutlich etwa so. Wir machen da jetzt Pause mitten in der Wüste, kleines Dorf, und da fährt gerade so ein Süßwagen neben mich, und da habe ich jetzt gleich mal eingekauft, weil das Zeug ist so billig, das kostet die ganze Packung, das ist eine Nachahmung von Snickers, kleine Teile, aber kostet nur 2,40, also ja, nicht viel. Wir fahren wieder weiter. Vorne ist Smara, wie die Sawawi sagen, das ist die Bevölkerungsgruppe, die eigentlich hier zu Hause ist, also nicht die Marokkaner, die heißen Sarawi. Ja, und jetzt hier übernachten wir irgendwo und gehen aber noch einkaufen. Ja, natürlich, Kontrolle. Jetzt will der mich rausnehmen. Also, hey, wieder Kontrolle, gleich hintereinander, aber da ist der Stadteingang. Und da hier, Westsahara ist, wird ein bisschen mehr kontrolliert. Meistens lassen sie die Touristen eigentlich gleich durch. Wieder. Er weiß nicht mal, was das für eine Automarke ist da. Keine Ahnung, was los ist, aber schon 10 Minuten am Warten. Und ich höre den immer Caravan, Caravan sagen, er ist am Telefon. Ich reise ja mit der Ulrike, sie hat den Pass gekriegt und darf fahren, und ich jetzt dann hoffentlich auch. Oui. Merci, merci. Au revoir. Ja, also. Strengere Kontrollen hier. Da drüben sieht es aus wie in einer Favela. Schon der zweite Siedlung bin ich jetzt vorbeigefahren. Also echt, hey, die wohnen da unter erbärmlichsten Bedingungen. Bin in Smarna, war vor kurzem auf dem Markt, da gibt es alles zu kaufen, aber jetzt suche ich mir einen Schlafplatz, bisschen abgelegen, mal schauen, ob die Polizei mich da in Ruhe lässt, ich befürchte es nicht, aber ein Besuch ist es wert. Schöner Hügelplatz, aber da kommen gleich die Kinder. Das sind alles Sarawis, die sehen so aus. Und das sind die Schützengräben, die sie früher gebaut haben. Und da drin haben sie wohl auch gewohnt. Jetzt werden sie nicht mehr gebraucht. Da vermutlich das Kamin, oder sie haben da rausgeschossen. Ja, ich bin oberhalb der Stadt. Und hoffe, ich habe hier meine Ruhe, mindestens von der Polizei. Es ist morgen früh und jetzt gehe ich hier mal in diesen Imbiss hier, wo auch die Einheimischen essen. Zwar nicht allzu gesund, aber egal. Nachher gehe ich zum Coiffeur, Friseur. So, das ist mein Essen mit Käse drin, Streichkäse und ein Ei und Gewürz. Hat genau 60 Cent gekostet.
So, jetzt gehe ich zum Coiffeur. Ich hab ab. So sieht ein Friseur aus hier. Und? Schon erledigt. Ich verlasse jetzt wieder Smara, glaube ich. Und ja, jetzt geht es halt wieder nach Tantan, weil ich dachte, ich könnte hinten rumfahren, aber da ist 300 Kilometer Piste. Das ist mir zu viel. Ich habe jetzt in Ab Thai die Straße verlassen, bin auf Piste unterwegs Richtung, wie heißt es? Habe ich es vergessen. Super. Nach M-Seed. Genau, da ist ein neuer Staudamm. Ja, die Piste ging nicht weiter gestern und dann bin ich weiter Richtung Tantan gefahren und irgendwann ging dann eine Piste rechts weg und auf der stehe ich jetzt. Ich habe dann hier übernachtet und jetzt fahre ich von hier. Es ist ein völlig anderer Weg, als den ich geplant hatte, weil die andere ist nicht mehr gültig oder die gibt es nicht mehr, wegen diesem Staudamm auch und wegen Flussüberquerung und so weiter. Ein Freund ist da zwar durch, aber es sei mega scheiße gewesen. Deswegen nehme ich jetzt diese und hoffe, dass ich da gut durchkomme. Bin abfahrtbereit, aber meine zwei Wölfe sind noch nicht da. Wenn wir allein irgendwo in der Natur sind, dann gehen sie morgen bei Dämmerung, gehen sie los und graben wieder mal Löcher, ihr Hobby. Da hinten sind sie nämlich. Ja, genau da. Jetzt am Graben. Schätze ausgraben. Ich habe jetzt einfach mal den Motor gestartet, bin ein bisschen gefahren, habe sie beobachtet. Angie hat es gesehen, lange geguckt und dann abgespeedet. Jetzt ist sie da. Ayla kommt auch gleich. Super. Gute Wölfe. So, hier machen wir einen Schnitt. Nächstes Mal geht's weiter durch diese Offroad-Tour. Ich bin ganz alleine unterwegs und es endet fast nicht, aber es war spannend und wirklich eine schöne Tour. Ja, das dann beim nächsten Video. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.